Hallo, willkommen zurück zu Diablo Immortal. Hey, in der Hölle. Und wisst ihr, was es bedeutet in Diablo-Titeln? Was Hölle bedeutet? Richtig. Wir sind ziemlich dicht am Ende. Was bedeutet das? This armor does not belong in the burning hells. It's angelic. Währenddessen das in vorangegangenen und durchaus auch kommenden Diablo-Titeln sehr schade ist, das tatsächlich in Diablo Immortal sehr gut. Dann sind wir nämlich damit durch. Diablo Immortal ist schon, ne, ein schwarzes Schaf in der Diablo-Reihe. Das ist natürlich mit der Hölle, das stimmt nicht so ganz, ne? Diablo 3 ist dann natürlich eine Ausnahme, da ist es dann der Himmel und nicht die Hölle, wo wir dann den Endboss-Fight haben werden. Zumindest im normalen Spiel. Im Add-on ist es dann wieder was anderes. Oh nein. Was zu tun? Was? Mag es mir? Ich glaube, das ist ein Schattenpack gerade auf dem Boden. Ein bisschen. Eventuell. Mit Diablo Immortal und Bugs. Das ist nichts Besonderes. Ja, man muss jetzt hier so ein bisschen so einen Weg rausfinden. Our roots extend throughout this forest. Each formed from a twisted soul like yours. We are inescapable. Man wird ja dann immer wieder zurückteleportiert, wenn man den ein bisschen falsch bewegt. Ja, man kann hier lang gehen und dann. Oh nein! Haben wir hier reingeportet. Ich komme hier noch raus, bitte, lass mich raus. Ja, guck mal, kannst mal sehen. Nehmen wir für eine Überraschung übrig. Price. Der Engel ist nur irgendwie nicht geladen, aber. Huch. Ylnira defended me. And that draining feeling is gone. I should have assumed the light of heaven would be a powerful tool in a place like this. So, ja, klar, natürlich ist nicht geladen, weil das eigentlich die Waffe ist. What familiar light beckons? I sense a presence. Angelic. Yet not. Immortal. Help me.
I beseech you. You shine as a beacon. Please, fight on. I am imprisoned in the ruins ahead. Na, wir müssen jetzt immer hier so ein bisschen helfen, in diesem Gebiet, und wenn wir dann fertig sind, ne, das ist hier so ein bisschen nur so das, wenn man so ein bisschen preparing hat, und wenn man dann hier fertig ist, dann geht man rüber in den eigentlichen Bereich, wo dann auch der Dungeon ist und sowas alles. Jetzt kommen wir zu einem Bereich. Jetzt kommen wir zu einem Bereich, wo wir schon mal waren, ne? Wo wir uns ein bisschen hingecheased haben. Hey! Your indignance only makes your suffering sweeter, Angel. You will never break my spirit. A fresh soul. The siphon will overflow this day. Fresh meat? What? I don't have an IMG. It is done, Angel. You are free. Thank you, mortal. I am Baratheon. You have freed me from a millennium of torture for waging war against the Lord of Damnation. There's something different about you. A familiar brilliance about your form that defiantly pierces the darkness. Ah, I understand now. That blade you carry is Ylnira, Edge of Temperance, the last vestige of the martyr. Mal kurz aufgeräumt, ne? See how hell itself recedes from the pure light of the high heavens. Glorious, is it not? The blade has restored my spirit and my mind. And I see you now as you are, mortal. What do you know of my soul? Mortal, when I look at you,
It is as if the Eye of Anu stares back at me. Your soul bears the same scars that have rent eternity asunder. If not for Ylmira, your spirit would be nearly as depleted as mine. My spirit is a temporary concern. Skarn is not. He has a fragment of the Worldstone. More is at stake than you realize, mortal. The Eye of Anu has the power to alter creation. It was done once before, and the result was your world. If we are to combat a demon wielding such power, cooperation is vital. We must rescue my brethren in arms. My lieutenant, Mikael. His screams echo from somewhere in the plains of torment ahead. If anyone will know of Skarn's plan, it is he. Save him. Your blade grants its wielder the power to commune through the light. I will guide you to the best of my ability. Good. Ah, the path has been revealed, it seems. Oh ja, toll, dass wir hier auch mal einen Dungeon Ausgang so Gegner spawnen, ne? Wow, ich wurde geportet. Da war ich gerade unendlich lang schnell, das war ein bisschen weird und dann ja, hatte ich wohl irgendwie Lag gehabt. Jo. Kurzer Hinweis, wenn ich rede, Störgeräusche hört, dann ist es der Regen, der im Hintergrund ne, am Start ist. Nicht wundern. Die muss ich betreten, ne? Jo. Eine Höhle. It's dim. I can't see far enough. Ich sehe aber was. Ich das Gebiet erkunden, noch wo ich denn bitte sehe. You live. Varathiel sent me to find you. You're not an illusion. Another trick to torture me? No. An archangel's blessings. How? Oh, it doesn't matter. Please help me. Oh, the siphon is draining my spirit, stealing my light. Destroy it! Halt! The sound! It stopped! Flee, mortal! Flee! Bleed! Wir haben irgendwie wieder geröstet. Röst doch mal. Wen haben wir denn hier? Na, guck mal! Der Schmied! Da ist er!
Da ist er. Ich habe vergessen, dass er hier doch drin ist in dem Teil. Ja, der Schlechter ist da. Das heißt denn tatsächlich wirklich kein Teil ohne Schlechter, ne? Diablo 1 haben wir einen Schlechter. Das ist sehr, sehr am Anfang. In Diablo 2. Nee, in Diablo 2 haben wir den Schlechter nicht, ne? Diablo 2 haben wir den tatsächlich, ne? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann wie ist Diablo 2? Hat Diablo 2 keinen Schlechter? Aber tatsächlich, das ist genauso wie mit Diablo. Eigentlich sollte Diablo in jedem Teil vertreten sein. Deswegen hoffe ich ja noch, dass Diablo noch irgendwie per Patch, Add-on, was immer, DLC, in Diablo 4 mit reingepatcht wird. Genauso ist es eigentlich, dass in keinem Teil der Schlechter fehlen darf. Außer in Diablo 2. Da können wir es sowieso nicht mehr ändern. Moment. Damn it! That creature shattered the mechanism. There has to be something I can use to flip the grate again. The cleaver. Mach das mit seinem komischen Axt da. Ja, darf ich mit dir reden? Ah ja. To think that my salvation would come from mortal hands. I had feared all hope had abandoned me. Not quite yet. I freed Verathiel as well. She is waiting for you. There is something otherworldly about your essence, mortal. And you wield an archangel's weapon with ease. Perhaps we stand a chance of stopping Skarn's plan. Before I was taken here to be tortured by that beast, I bore witness to Skarn's rituals. The construction of great pits of anguish that summoned forth a demonic army. Such blasphemy cannot be allowed to exist. The pits lie within the depths of Skarn's blackened citadel. Go and bring Skarn's ritual low. May oops be on your guard, blade wielder, for you have surely stoked the fire of Skarn's fury. Ja, ne? Wir werden ihn schon aufhalten. Wo sollen wir hin? More energy. Nee, haben wir nicht. Schade. Irgendwas Tolles. Was uns stärker macht. Aber nein, nichts wird uns gegönnt. I crave energy. You will never feed again. Thank you.
Ups. Noch gedrückt halten die Fähigkeit. Hey. Ja, jetzt sind wir auch schon so weit und gehen da jetzt rein, ne? Wir alle Teleporter, ja, tatsächlich. Oh, wir haben sogar komplett eigentlich fast schon die Map hier aufgedeckt. Ja, dann gehen wir da jetzt mal rein, ne? Husch. Und jetzt sind wir in diesem anderen Bereich hier, in dem hier. Und dort geht es dann eigentlich, dass wir hier, also man wird ja eigentlich schlauchlevelmäßig, glaube ich, hier so durchgeleitet, bis wir da oben angekommen sind. Und dann ja, machen wir den Dungeon und dann ist er eigentlich auch schon ganz gut. Ne? Sind wir ganz gut dabei. Weiß, was sie vorhaben, ja. Ihn aufhalten. Oh shit, das ist diese Augekacke da. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie ihr seht, wir werden von dem Auge leider ein bisschen gelasert, aber da macht scheinbar nicht so viel Schaden, wenn wir da gut aufpassen. Aufpassen hier, so. A waste of precious time. Ja, Auge ist fies. Kann man nichts gegen machen. Ohne da kommt. Before the Lord of Damnation in the depths of his domain, child. Understand that you are alive because I will it. Because I see what you really are. If this is the extent of your hospitality, I am unimpressed. You have my interest, but do not presume we are equals. You are still unworthy in the eyes of your true kin. Allow me to demonstrate. Behind both of these gateways lies a tortured soul. One, the foul spawn of heaven. One, a servant from your world who has strayed from my path. And six, redemption. Grant one their freedom. Wo muss für das hier entscheiden? Ah, komm. Surprise! Egal, wir werden es nicht entscheiden. Wir werden immer irgendwie zu Gegnern teleportieren. Und so Copy-Paste Lassal hier. The pit of anguish. It must be somewhere ahead.
Mal kurz hier nach unten. Habe ich nämlich diesen einen Teleporter nämlich nicht. Wir wurden nämlich dann wieder oben. Ja, wir waren teleportiert. Und den Teleporter, den wollen wir natürlich noch gönnen hier. Warum nicht? Und Leute, das kann ja nicht sein, dass wir hier einfach den Teleporter skippen. Das ist, glaube ich, eigentlich Garns Plan, dass wir hier die Teleporter skippen, ne? In Meinheit. So. Nein, neues Ereignis. Mich in Ruhe mit euren Ereignissen. You will never feed again. Impatience is vulgar. Da kann ich auch ignorieren, und wenn man dann aus dem Kreis rausgeht, dann haben wir so eine kleine Meldung hier, da, zack. Wenn man ihn dann verlässt, dann ist das Ereignis aber weg. Ja, das ist diese Gruben der Qual, da beschwört Garn eine Dämonis drin, die man gesehen hat. Aber die können halt nichts. The siphon has been drained. Nothing remains. Use Ylnira's power to purge the evil as I did before. This may be your only chance. The truth that light and dark were one. Yet I use the light to create, while they are the destroyers. As Garn's power wanes, ours grows. I sense another of my brothers. Andalon. To the north. Make haste. In der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.